wollen ein Windhaus bauen. Und als erstes bauen wir beim Windhaus die Unterfläche. Und dabei haben Peer und Fenn aus Holland kräftig mitgeholfen. Naja, das müssen wir uns natürlich erstmal angucken, ob das auch alles so klappt, was die Kinder da so machen. Aber das sah alles sehr gut aus. Also ich konnte mich da richtig drauf verlassen. Die haben das sehr schnell begriffen und haben mit sehr viel Sorgfalt gut im Team zusammengearbeitet und sich immer abgewechselt. Und mit ihrer tollen Assistentin ging das dann auch ganz fix. Also konnte ich mich getrost wieder zurückziehen. Und das ist wunderbar gelungen am Ende. Nochmal schönen Dank für die Mithilfe von Peer und Fenne und Marcel. Das Ding sieht richtig gut aus. Wir setzen ein Brett an. Und Peer guckt, dass das gerade an der Kante liegt. So. Und dann guckt Peer, dass das bisschen Abstand hat. Und nun kommt der Hammer ins Spiel. Und ich lasse mir eine Schraube von Fenne geben und hämmer sie ein bisschen rein. So, dass Peer das leichter die Schraube reinzuschrauben. So, jetzt hämmere ich die rein. Und jetzt nehmen wir das Lineal wieder raus, wenn Per die Schraube reingeschraubt hat. Und das gleiche passiert jetzt auf der anderen Seite. Ich mache die Schraube fest und Per hat den Job, die Schraube reinzuschrauben. Jetzt nagel ich die Schraube rein und Per schraubt die Schraube richtig rein. Wenn sie fest ist, dann gehen wir auf die andere Seite. Und machen die anderen Schrauben, die restlichen Schrauben, die das Brett festhalten sollen, auch fest. Und dann ist das Brett irgendwann fest.